Und wir schalten dazu zu meinem Kollegen Markus Brekenkamp, der vor Ort ist, und zwar vor der Villa, um genau zu sein, wenn ich das richtig erkenne, Markus, von Clemens Tönnies. Ja, hallo, hi. Wie äußert sich die Wut jetzt der Menschen dort vor Ort, vor der Villa, bei Clemens Tönnies? Also hier hatten sich vor gut anderthalb Stunden rund 30 Mütter mit ihren Kindern versammelt. Sie haben hier Regenbogen oft auf die Fahrbahn gemalt und ihren Ärger und ihre Wut zum Ausdruck gebracht, dass Schulen und Kindergärten nun wieder geschlossen sind. Sie machen dafür in der Hauptsache Clemens Tönnies verantwortlich, der hier seit Jahren tausende Mitarbeiter aus Rumänien und Polen und Bulgarien beschäftigt und damit für eine latente Gefahr sorgt, dass hier das Virus sich verbreitet, dass es aus diesen Ländern förmlich hier eingeschleppt wird. Und man sagt dann auch, dass die Unterkünfte, in denen diese Arbeiter wohnen, teilweise katastrophal sein sollen. Wir haben uns mal eine Unterkunft angeguckt, in der eigentlich Quarantäne herrschen sollte. In dieser Unterkunft hat noch am Wochenende ein Rumäne einen Landsmann lebensgefährlich mit einem Messer verletzt. Als wir dort ankamen, standen Türen auf. Es waren Leute dort zu sehen, die aber auch keinen Mundschutz trugen und nichts. Kann man denn davon ausgehen, dass weitere Proteste sich dort jetzt ansammeln werden und die Menschen aus Gütersloh ihren Unmut, ihre Verärgerung weiter an Clemens Tönnies tragen? Also es soll heute Nachmittag hier in Reda-Wiedenbrück eine Mahnwache stattfinden, in der es genau auch um das Thema geht. Man muss dazu wissen, die Firma Tönnies ist hier seit Jahren umstritten. Das ist so, es polarisiert hier. Auf der einen Seite sorgt Clemens Tönnies für Beschäftigung und für Steuereinnahmen. Auf der anderen Seite setzt er eben die Bevölkerung, der Bevölkerung auch Gefahren aus. Soweit unser Kollege Markus Brekenkamp. Wir schalten zu unseren weiteren Kollegen. Und zwar Bildreporter Michael Engelberg, der vor der Fabrik des Fleischriesen Tönnies steht. Michael, kurze Frage an dich. Spürt man dort vor Ort auch die Wut der Menschen im Umfeld dieser Fabrik von Tönnies? Ja, hallo Norman hier aus Reda-Wiedenbrück. Also man muss tatsächlich sagen, dass die Leute hier echt sauer sind auf Tönnies. Hier kommen immer wieder Leute hin und die sagen, es kann ja ehrlich gesagt nicht sein, dass erst das Kind in den Brunnen gefallen sein muss, dass sich hier endlich was tut. Wie der Kollege Brekenkamp gerade schon berichtete, ist die Firma Tönnies hier seit Jahren umstritten. Und die Leute fordern hier einfach, dass sich hier endlich was tut. Hier kommen, wie gesagt, immer mehr Leute hin, die ihrer Wut wirklich Ausdruck verleihen wollen. Weil die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, ist nicht total gering, dass es hier zu einem Shutdown des Kreises Gütersloh kommt. Gestern um 14 Uhr stellte der Betrieb, das Unternehmen stellte den Betrieb ein. Was passiert denn jetzt mit den Tiertransporten, die bis dato aber noch angeliefert wurden? Also gestern ist die Schlachtung offiziell gestoppt worden. Hier wird natürlich das Fleisch, was gestern geschlachtet wurde, noch verarbeitet. Hier verlassen ganz, ganz viele Kühltransporter das Werk, um die Fleischwaren in den Handel zu bringen. Aber wie gestern der Landrat auch schon berichtet hat und der Pressesprecher der Firma Tönnies, dass in den nächsten zwei Wochen hier keine Schlachtungen stattfinden können. Natürlich ist Betrieb im Werk, hier kommen auch immer wieder Mitarbeiter hin. Man sieht hier immer wieder polnische Wagen. Was man natürlich auch spürt, dass die Firma hier zu ist. Wenn man über die Autobahn fährt, sind keine langen Schlangen. Man kommt ganz normal und auf einfachem Weg hier ans Werk. Aber nichtsdestotrotz sind innerhalb des Werks natürlich Aufräumarbeiten. Man kann so eine große Fabrik, Europas größte Fleischfabrik, nicht von 0 auf 100 komplett schließen. Natürlich werden da Wartungsarbeiten gemacht. Natürlich müssen da Sachen repariert werden. Und die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr groß, dass da bestimmte Bereiche jetzt desinfiziert werden und dass man sich sehr, sehr schnell in der Chefetage überlegt, wie man in zwei Wochen, wenn es denn dazu kommen soll, den Betrieb wieder normal hochfahren kann. Michael Engelberg, vielen Dank für deine Einschätzung. Also heftige Kritik an Clemens Tönnies.